So, einen recht schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen bei unserem Podium, das da heißt, wenn schon kein richtiges Buch, lese Motivation durch Comics. Ein sehr provokanter Titel, was ja bedeuten würde, die Leute, die keine Bücher lesen, lesen Comics. Das wäre natürlich ganz wunderbar, wenn dem so wäre, weil viele Leute keine Bücher lesen, aber sie lesen dann leider auch keine Comics. Nichtsdestotrotz wollten wir uns gerne hier unterhalten heute Nachmittag über Lesemotivation im Zusammenhang mit Comics. Inwieweit ist das möglich? Ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Name ist Klaus Schikowski, ich bin Programmleiter beim Carlsen Verlag und bei mir hat das super funktioniert, Lesemotivation durch Comics. Ich lese seit frühester Kindheit Comics und die Comics haben mich an die hohe Literatur herangebracht, sozusagen von Tim und Struppi zu Thomas Mann. Und das ist mein Standing und wir haben noch weitere Personen auf der Bühne. Patrick Wirbeleit, Autor und Zeichner. Daneben sitzt, jetzt muss ich den Nachnamen gucken, Jana Mikota von der Universität Siegen, Michael Grönewald vom Reprodukt Verlag und Reprodukt heißt das nur, ne? Das ist immer falsch, wenn man sagt Reprodukt Verlag. Und dann noch Björn Laser von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Und ich würde einfach einmal ganz kurz bitten, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde machen, um zu erzählen, was inwieweit wir eigentlich alle mit Comics zu tun haben. Ich habe das jetzt nur sehr salopp vorgestellt. Und ich würde jetzt bitten, dass wir einfach hinten anfangen beim Patrick, um einfach mal ganz kurz zu sagen, was alles genau gemacht wird in Bezug auf Comics, weil Patrick ist ja nicht nur Autor und Zeichner von Comics, sondern auch von Bilderbüchern und würde ich einfach mal gerne eine kleine Vorstellungsrunde starten. Das hast du doch jetzt schon wunderbar gemacht. Also ich bin hauptberuflich eigentlich Illustrator von Kinder- und Jugendbüchern und nebenbei schreibe ich eben auch noch Geschichten für Comics, die wunderbar illustriert werden von Uwe Heitschütter, namentlich Kiste, erscheint bei Reprodukt. Und dann habe ich die große Freude, dass ich ab und zu auch als Lektor mithelfen darf beim Reprodukt Verlag. Haha, habe ich auch gesagt. Bei den Kindercomics. Bei den Kindercomics, die Reprodukt mit deutschen Autoren und Zeichnern zusammen publiziert. Jetzt bist du dran. Okay, ja. Also mein Name ist Jana Mikota, ich arbeite im Kontext der Lehramtsausbildung an der Uni in Siegen. Das heißt, ich bilde Grundschullehrämter aus, vor allem mit Kinderliteratur, Erstleseliteratur, Bilderbüchern und neuerdings stellt sich uns halt die Frage, inwieweit wir auch Comics in die Lehramtsausbildung nehmen sollten. Gekommen bin ich eigentlich durch die Kiste auf diese Idee, muss ich gestehen, weil ich auch in der Jury des Leipziger Lesekompass sitze und wir dort vor 2 Jahren die Kiste prämiert haben und ich ganz begeistert war, also nicht nur, weil ich dann die Ehre hatte, die Kiste dann auch vorzustellen, sondern tatsächlich auch überzeugt war und dann habe ich das in die Seminare genommen und die Studierenden waren am Anfang etwas skeptisch, aber mittlerweile funktioniert es und wir haben immer wieder außerschulische Leseprojekte mit Kindern und da hatten wir letztes Jahr auch einen Comicroman mit 300 Kindern gelesen und das war auch großartig. Also es hat funktioniert, wobei der Roman jetzt, also es sind Bilder und Text zusammen, aber es hat gut funktioniert. Die Lehrer haben sich auch darauf eingelassen und ich habe selten 300 Kinder so still und so begeistert erlebt wie letztes Jahr im Theater. Ich will an der Stelle mal ganz kurz eingreifen, weil wir müssen hier ein bisschen an der Begrifflichkeit arbeiten. Es ist nämlich mitnichten so, dass ein Comicroman gleichzeitig auch eine Graphic Novel ist. Also eine Graphic Novel, der Begriff, der hier auf dem Salon natürlich kursiert, diese erlesene Kunst des Comicmachens, diese kleinformatigen Bände, die abgeschlossen sind im Gegensatz zu den Serien, dem seriellen Charakter der Comics, das wird gerne Graphic Novel genannt, das wird gerne als Graphic Novel Label genutzt, weil man die Möglichkeit hat, mit der Graphic Novel einfach in den Buchhandel zu kommen. Aber ehrlich gesagt hat keine einzige Graphic Novel den Erfolg eines Comicromans wiederholen können. Wir haben Comicroman gelesen. Nämlich Gregs Tagebuch ist der berühmteste Comicroman, millionenfach verkauft. Und der Comicroman, wie hat es ein Lektor bei uns im Carlsen Verlag genannt, das sind Romane für Jugendliche mit Kritzelzeichnungen. Ja, also wir hatten vielleicht, ein Buch aus dem Carlsen Verlag genommen, den Rick-Roman, der mit Comic-Elementen arbeitet. Und insofern ist es, also ich habe auch bewusst Graphic Novel nicht aus. Ja, ich wollte nur mal ganz kurz nochmal das.
Aber es hat wunderbar, ich bin auch so erleichtert, wenn das Buch läuft und es hat wunderbar funktioniert. Ja. So mein Zugang zu Comics ist. Michi. Ja, jetzt ich. Genau, mein Name ist Michael Grünewald. Ich arbeite als Redakteur bei Reprodukt und mache schon lange Comics, war vorher bei Carlsen auch für 8 oder 9 Jahre und habe im Rahmen dieser Arbeit eben auch viel mit deutschen Zeichnerinnen und Zeichnern zusammengearbeitet und Bücher erstellt und mache mittlerweile eben bei Reprodukt Programm und betreue hauptsächlich auch hier die deutschen Zeichnerinnen und Zeichner und seit 2013 haben wir zu meiner großen Freude eben ein Programmsegment speziell für Kinder gestartet und versuchen eben jetzt dieses relativ allein auf weiter Flur im Buchhandel fester zu verankern und zu etablieren, was eine steinige Angelegenheit ist, aber langsam geht es bergauf. Nicht zuletzt dank des Erfolges, den wir mittlerweile mit Kiste haben und genau, es ist eine große Freude, hier Bücher für Kinder zu machen, die ein bisschen anders sind und mit vielen spannenden Zeichnerinnen und Zeichnern einfach zusammenarbeiten zu können, die Gattungsgrenzen eben zu überschreiten und mit Kinderbuchillustratoren, Illustratoren zu arbeiten und mit Animationszeichnern. Also es macht sehr viel Spaß. Ja, ich würde es ganz gern kurz zweiteilen. Erstmal, was habe ich mit Comics zu tun und dann, was habe ich mit Schule, Leseförderung zu tun. Mit Comics, wie viele, ich habe ganz früher mal ein Comic-Magazin mit herausgegeben. In den letzten Jahren habe ich so einzelne Beiträge im Bereich Comicforschung gemacht und gelegentlich darf ich etwas übersetzen. Mit dem Bereich Schule habe ich zu tun, dass ich, wie ja schon gesagt wurde, an der pädagogischen Hochschule unterrichte im Bereich Sprachdidaktik, Sprachwissenschaft, aber auch im Rahmen der Praxisbetreuung ziemlich viel in Schulen rumkomme, also Studierende auch in die Schulen begleite und da eben auch so mitkriege, was da an Leseförderung, an Praxis läuft und wie Comics eingesetzt werden oder eher vor allem nicht eingesetzt werden, was zum Teil auch an den Comics liegt. Anna, ich möchte mit dir beginnen. Du hast gerade was sehr, sehr Spannendes und Interessantes erzählt, nämlich, dass ihr prüft, inwieweit im Lehramtsstudium schon Comics auch eingebracht werden können. Die Frage, die mich da mir sofort aufdrängt, Comic ist ja nicht klar. Von welchen Comics reden wir dann? Also ich nehme dann tatsächlich, versuche die zu nehmen, die gut rezensiert werden, von denen ich glaube, dass sie auch eine gewisse literarische Qualität haben. Mir ist wichtig, dass Text und Bild zusammenpassen, dass man an Bild und Text arbeiten kann. Insofern nehme ich jetzt nicht die Comic-Hefte, die möglicherweise schon lange existieren, sondern gucke mir auch tatsächlich dann Reprodukt an und andere Verlage, auch am Carlsen Verlag, habe Kinderbücher, die dann in Comics umgewandelt werden, wie die Kästner Pausewank, um dann eben auch zu, wie erfolgt der Medienwechsel und was kann man damit machen. Also so versuche ich das eben in die Seminare. Es ist schwierig, weil wir eben auch für den Comic eben auch unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden müssen. Wir müssen mit Panels arbeiten und sich da einzuarbeiten und den Studierenden sozusagen das näher zu bringen, ist auch manchmal schwierig, aber ich glaube, es lohnt sich. Spielt der traditionelle populäre Comic dabei auch eine Rolle? Wie Hella von Innen, sehr schön. Wie Hella von Sinnen immer so schön gesagt hat. Asterix und Lucky Luke. Ich würde es gerne ergänzen um Tim und Struppi, da haben wir die drei großen Pfeiler, aber das sind ja die traditionellen Comics. Und bei Tim und Struppi hat der Carlsen Verlag ja auch seit 1967 geworben mit für Leser zwischen 7 und 77 Jahren, was ja in diesen Erstleserbereich geht. Spielen diese Comics auch eine Rolle? Zum Teil. Also Lucky Luke verwende ich immer, wenn ich Erstlesebücher aus dem Tulipan Verlag vorstelle und Cowboy Klaus aufnehme, um einfach zu zeigen, wie das Bild des Cowboys uns medial geprägt ist und wie dann eben die Erstleseliteratur damit auf intermedialer Ebene arbeitet und spielt und was man mit Begriffen wie Enkulturation machen kann. Insofern schon, aber ich mache, wenn ich mit Comics arbeite oder auch versuche, das aufzunehmen, arbeite ich dann stärker auch themenorientiert. Ich schaue mir auch die Fragen Umweltschutz, also weil ich mache viele Seminare eben auch zur Umweltliteratur, Umweltschutz und versuche da eben auch andere Genres einzubinden und nicht nur den klassischen Kinderroman. Du hast eben auch erzählt, dass ihr das Buch für die Stadt gemacht habt und dass das ein alter Comicroman war. Ein Comicroman halt Comicsequenzen gemischt mit Romansequenzen für Jugendliche.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass das leichter aufgenommen wird von Kindern als ein reiner Comic? Also das Buch insgesamt ist sehr gut aufgenommen worden, muss ich sagen. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Comic-Elemente den Kindern sehr viel Freude bereitet haben, dass die Kinder auch sehr schnell das Buch zu Ende gelesen haben. Also mir haben Lehrer berichtet, dass am nächsten Tag schon ein Kind kam und hatte schon Teil 2 und 3. So viel zum seriellen Erzählen, wie wichtig das eben auch für die Leseförderung ist. Ich weiß gar nicht, ob es mit den Comic-Elementen zusammenhängt oder ob mit dem Ton, den Antje Schiller trifft. Also es war so, also ich hatte schon, also das kann ich gar nicht genau sagen. Also ich habe auch bewusst keinen richtigen Comic, wollte ich schon sagen, ausgewählt, weil wir ja immer auch noch auf ältere Menschen Rücksicht nehmen müssen, weil die Geldgeber da sind und ja natürlich auch immer gucken, welches Buch wir ausgewählt haben. Insofern war ich schon mutig mit dem Rick-Roman oder wir, die Gruppe, die das immer auswählt. Björn, und in der Didaktik, wie wird das da gesehen oder wie siehst du diesen Unterschied zwischen diesen Mischformen und der reinen Comicform? Also vielleicht auch als alter Comic-Fan würde ich mich halt freuen, wenn es tatsächlich, wenn Comics in der Schule gemacht werden, wenn die eingesetzt werden, wenn die genauso selbstverständlich im Regal der Klassenbücherei Bücherei stehen, wenn es da halt auch um richtige Comics geht. Das heißt mit Panelgrenzen, mit Gatter, also wo wirklich mit Bild und Text kombiniert erzählt wird, weil das ein anderes Erzählen ist. Also jetzt Gregs Tagebuch, natürlich, das nennt sich Comicroman, verkauft sich auch darüber, aber es ist ja letztlich, wie war das, ein Jugendroman mit Kritzelzeichnung. Also es unterscheidet nicht so viel vom illustrierten Buch, und das heißt auch, wenn man jetzt sich die Kompetenzen anguckt, die Kinder darüber erwerben, ist es eigentlich ja kein Unterschied zur dann Anführungszeichen normalen Jugendliteratur. Also wenn es jetzt darum geht, visuelles Erzählen kennenzulernen, andere Einstiege in narrative Welten zu finden, dann ist eigentlich sollte es vor allem um den klassischen Comic gehen. Und es ist ein bisschen bedauerlich, also erstmal eine positive Meldung, in den letzten 4 Jahren etwa hat es bei einer Reihe von deutschdidaktischen Fachzeitschriften, eigentlich bei allen Sondernummern zu Graphic Novels gegeben, zu Comics gegeben. Und erstmal sehr erfreulich, und es sind sehr gute Beiträge da drin, sehr gute Ideen, sehr gute Vorschläge, aber es geht halt immer auch so um Randbereiche, das heißt um Gregs Tagebuch, Ideen dazu, oder auf der anderen Seite dann Sean Tan. Also wenn es neue Klassiker gibt in der Richtung, sind es eben nicht das, was ich mir so paradigmatisch unter Comics vorstelle. Ja, ist es, was Lesekompetenz angeht, ist es so, dass meine Tochter ist 8 Jahre alt und meine Tochter wächst mit dem iPad auf. Das heißt, meine Tochter ist sehr schnell in der Lage, über das iPad Bild und Text miteinander zu kombinieren und zu verbinden. Ist es eigentlich nicht so, dass dieses Aufwachsen mit den neuen Medien eigentlich auch die Kinder es leichter machen müsse, die Lesekompetenz der Comics einzuschätzen oder da hinzukommen einfach? Das ist jetzt eine Einschätzungssache. Meine Tochter ist 9 Jahre und hat noch kein iPad. Deswegen kann ich jetzt nicht mit anekdotischer Evidenz beitragen. Und ich weiß nicht, wie das mit empirischer Evidenz aussieht. Für mich wäre die Idee eher, dass Comics an so multimodale Lektüre ranführen können. Und also dass eher ein Weg vom Comic zur kompetenten Benutzung des iPads gehen könnte, als umgekehrt vom iPad zum Comic. Jetzt aus didaktischer Sicht, weil eben der Comic erstmal eine geordnete, vorgegebene Struktur hat, die man sich im iPad erst erschließen muss. Also das wäre eher so eine Argumentation über den Comic zur Medienkompetenz für iPad und andere multimodale Medienformate. Also wie das jetzt, wie sich Medienerfahrung mit iPad auf die Comiclektüre auswirkt, weiß ich nicht. Aber was tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, ist, man macht ja immer wieder die Erfahrung, dass es relativ wenig Späteinsteiger in Comics gibt. Also es scheint sowas wie eine sensible Phase zu geben, irgendwie so ein Zeitfenster. Wenn man da nicht an Comics angefixt ist, lernt man es später nicht mehr. Also das zeigt, dass es auch eine ganz eigene Kompetenz ist, die da erworben wird. Und weswegen es eben meiner Ansicht nach wichtig wäre, eben Comics in den Schulen zu integrieren, um halt dieses
dieses Kulturgut erschließbar zu machen für später. Wenn ich da kurz reingehen darf, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geschichte schreibe, gerade bei Kiste, versuche ich halt auch immer darauf zu achten, dass so wenig Comic-sprachspezifische Sprachmodus verwendet wird, sodass im Grunde, also ich denke eigentlich immer, wenn ich die Comics schreibe, sie müssen von meiner Mutter lesbar sein, wenn die denn das erste Mal in die Hand bekommt. Weil ich habe ihr mal einen anderen Comic von mir in die Hand gegeben, als ich auf sowas noch nicht geachtet habe, und da hatte sie ihre Probleme mit, weil eben alleine ein Fragezeichen, was über dem Kopf ist, kann man sich irgendwie erschließen, aber man bleibt hängen, wenn man das nicht als Sprachmodul abgespeichert hat. Und gerade bei Kiste versuche ich eben darauf zu achten, genau solche Sachen zu umgehen und auch solche typischen Gestiken wie man fasst sie an den Mund, um Nachdenken zu zeigen oder irgendwas, nicht als Regieanweisung mit in das Skript reinzuschreiben, sondern dass wirklich das alles sozusagen am besten intuitiv lesbar ist, wobei es natürlich sehr hilft, dass Uwe ein grandioser Darsteller der Figuren ist. Ja? Also der kann sehr, auch sehr differenzierte Gesichtsausdrücke darstellen, die für jeden leicht lesbar sind, der irgendwie schon mal ein Gesicht gesehen hat. Das heißt aber im Endeffekt, dass du sagst, ich mache Kindercomics, die aber gerne auch All-Ages-Comics sein dürfen. Nein. Das war nur ein Beispiel mit deiner. Ja, nein. Also, der Punkt ist ja, ich muss ja davon ausgehen, dass Kinder eben diese Sprache auch nicht kennen, nicht unbedingt. Und von daher schreibe ich eigentlich direkt an die Kinder, aber irgendwie habe ich doch meine Mutter im Kopf, weil die vermutlich noch schwerer vom Begriff ist als Kinder, die das erste Mal in die Hand nehmen. Also das finde ich ganz spannend, weil das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Wir haben ja für die Erstleseliteratur bestimmte Kriterien. Der Satzbau muss so sein, die Illustration möglicherweise so und alles. Also ist wirklich festgehalten. Die Verlage geben ja auch solche Kriterien dann an die Autoren heraus, was sehr schwierig ist. Wenn du jetzt sagst, du hättest dir dann im Kopf solche Kriterien zurechtgelegt, wie so ein Kindercomic sein muss, habt ihr vom Verlag Überlegungen, was denn möglich ist für Kinder im bestimmten Alter, oder lässt ihr den Autoren freie Wahl? Naja, im Grunde lassen wir den Autoren freie Wahl. Also im Grunde ist es einfach so, dass du meinst jetzt in thematischer Hinsicht? Nee, tatsächlich sprachlich. Sprachlich, also tatsächlich Satzbau, sprachlich, Bild, ja. Also genau. Bildnerischer Aufbau. Im Grunde nein. Also im Grunde lassen wir die Autoren und Autorinnen erstmal machen, zu denen wir eben das Vertrauen haben, zu sagen, wir machen Bücher für Kinder. Es ist aber so, dass wir eben die Bücher, die bei uns entstehen, halt Schritt für Schritt begleiten, redaktionell. Ja. Und da, das ist einer der Gründe, warum Patrick bei uns mit an Bord ist, weil ich einfach gedacht habe, ich weiß, wie man ein Buch Schritt für Schritt begleitet, einen Comic macht. Das weiß ich ganz gut, aber die Kompetenz, wie mache ich das für Kinder, da wollte ich halt einfach noch eine Verstärkung haben von jemandem, der einfach weiß, wie es geht. Also es ist schon so, dass wir natürlich einfach keine Vorgaben haben, aber das Resultat, im Grunde schreiben die Autorinnen und Autoren ja erst einmal und fangen an, eine grobe Vorzeichnung zu machen am Storyboard, und das sind die Punkte, an denen wir beide dann einhaken. Und natürlich überprüfen wir im Grunde auch so ein bisschen die Verständlichkeit des Ganzen, die Vermittelbarkeit des Ganzen, die Lesbarkeit der Bilder und des Textes in Kombination. Also wir versuchen schon, sowohl sprachlich als auch bildsprachlich das Ganze eben mit zu begleiten und auch zu diskutieren einfach, wo wir finden, okay, das ist für Kinder einfach schwer verständlich, das ist einfach für Leseanfängerinnen und Leseanfänger einfach eine harte Nuss, ne, dass wir das eben einfach besprechen, diskutieren mit den Autorinnen und Autoren. Und ich finde eben in Reihen wie Kiste, wo ich dann mit Patrick direkt arbeite, finde ich auch, ist auch eine Entwicklung drin einfach. Ja? Einfach eine Entwicklung, wenn man denkt, Kinder fangen mit Kiste Band 1 an, dann ist, finde ich, die Geschichte dort etwas anders aufgebaut und etwas anders geführt, viel leichter geführt als in weiteren Bänden, wo wir eben Schritt für Schritt
sozusagen andere Facetten des Comics langsam mit einführen, andere Facetten des Erzählens eben mit den Bildrastern und Zwischenräumen. Ich finde das ganz interessant. Also bei uns bei Carsten ist es so, wir arbeiten natürlich viel mit Systemen, wo wir Dinge einpflegen müssen, die nachher ins Internet gehen und so weiter und so fort. Und da hieß es dann kürzlich, alles muss ausgefüllt werden, vor allen Dingen muss die Altersangabe ausgefüllt werden. Und bei Carsten gibt es natürlich durch die ganzen Bilderbücher und die Pixie-Bücher und so weiter und so fort, gibt es halt Altersangaben ab 6, ab 7, ab 8, ab 9, ab 10, ab 11, ab 12. Und dann habe ich halt immer einen Comic in der Hand und überlege, ist der nun ab 9 oder ist der ab 10? Ab 14 kann ich immer leicht sagen, aber ich finde diese Abstufung immer total spannend und fühle mich da auch ehrlich gesagt sehr oft verloren drin und denke immer, oh, so kompetent muss ich auch noch sein, so haargenau irgendwie das einstufen zu können. Ist das bei eurer Kindercomic-Reihe eigentlich so, dass ihr sagt, wir machen generell Kindercomics oder wir haben da auch verschiedene Abstufungen an Comics und die sind auch so benannt, also sprich, wir haben auch nach Altersstufen getrennt Comics anzubieten? Naja, im Grunde haben wir zwei grobe Altersstufen. Wir wollten nicht so sehr ins Detail gehen da. Also im Grunde, also wir haben immer noch die gleiche Struktur, die wir schon zu Beginn hatten, nämlich zwei Altersstufen. Einmal so grob gerechnet von 6 bis zum Erstleseralter. Und da sind halt einfach Geschichten drin wie Kleiner Strubbel, also ganz einfach Comics ohne Wörter. Nee, nicht von 6 bis zum Erstleseralter, du meinst von... Von 3 bis zum... Entschuldigung. Also es war einfach eine Sparte haben für Comics für Kinder, die selbst noch nicht lesen können. Und über solche Bücher wie Kleiner Strubbel halt die Möglichkeit haben oder bekommen sollen im Idealfall, einfach sich selbst so ein Buch zu erschließen, zu erarbeiten durch, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber im Grunde ist das die eine Altersstufe, die wir haben, und das, was drüber kommt, ist im Grunde so ein bisschen nach Skala nach oben offen. Ne? Also wir haben dann eben Bücher wie Kiste oder wie jetzt Paula, wo wir denken, dass es eben nicht für Erstleser ist, aber schon für Leseanfänger. Also im Grunde eben einfach so ein Segment, was ich bezeichnen würde von 6, 7 Jahren bis 12 ungefähr. Also für den Buchhandel haben wir das auch im Katalog vermerkt, genau, damit die eine grobe Orientierung haben. Da steht dann ab 6, damit die das auch empfehlen können. Aber auf den Büchern selbst steht es halt nicht drauf. Also ich finde es auch sehr schön, dass es auf den Büchern nicht steht. Und also ich fände es schade, wenn auf die schönen Reprodukt-Bücher dann diese gleichen Alterslabel draufkommen. Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie da so zwei Welten aufeinandertreffen, die nicht sonderlich gut zusammenpassen. Also wenn es darum geht, welche Bücher werden für die Schule angeschafft, wie werden Klassenbibliotheken ausgestattet, dann ist das natürlich eine wunderbare Orientierungshilfe, wenn da steht ab 7, ab 8, ab 9. Und so sind sie auch im Buchhandel gegliedert. Ja. Und also solange Comics sich da nicht einordnen können und man kann sie schlecht einordnen, haben sie es auch schwierig in diesem, in diesem Erstlesesegment. Haben sie es auch schwer. Ja, aber Björn, der anspruchsvolle Kinderroman lässt sich auch nicht mehr so einfach einordnen. Also wir sprechen ja immer davon, der Comic ist nicht einordnbar, die Kinderlit oder der Kinderroman schon. Das stimmt nicht. Also wenn ich mir die anspruchsvolle Kinderroman... Nein, Entschuldigung, ich hab nicht gesagt, dass es einzuordnen ist, aber es gibt diese Labels, ne, und es gibt etablierte Kriterien dafür. Und natürlich ziehen diese Labels nur bis zu einem gewissen Alter. Und wenn man sich es genau anguckt, kann man auch sagen, das ist Quatsch mit den Labels. Aber so jetzt aus der Perspektive der Schule bietet das einfach eine gute Orientierungshilfe. Dann weiß ich genau, wo ich ins Regal greife, um die Klassenbibliothek auszustatten. Das ist ja im Übrigen eine sehr deutsche Sache, ne? Also ich persönlich kenne kein anderes Land, wo Bücher so kategoriert werden. Also das ist. Es ist auch ein wenig der Hilflosigkeit geschuldet, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck. Es wird dann immer gerne behauptet, die unbedarfte Bibliothekarin, der unbedarfte Buchhändler, die brauchen das auf jeden Fall, um es einzuordnen und zu wissen, in welche Ecke sie es stellen können.
Ja, aber manche machen das gar nicht. Also auch ich kenne ganz viele Lehrer, die sich dem verweigern, weil sie einfach sagen, das Buch, also ich hätte jetzt aus der Kinderliteratur ganz viele Beispiele, das Buch ist vielleicht für Zehnjährige, aber ich kann es im zweiten Schuljahr lesen. Ich muss es halt nur anders lesen. Ich habe andere Methoden, weil eben das Buch thematisch sich so wunderbar in einen sozialen Brennpunkt zum Beispiel ansiedeln. Also wir hatten das mit einem Kinderroman und da schlugen alle die Köpfe, also die Hände über den Kopf, aber es funktioniert ja, weil man immer schauen muss, wie. Insofern kenne ich auch einige Lehrer und Bibliothekare, die gegen diese Alterszuschreibung sind. Also ganz viele würden das, glaube ich, durchaus hinbekommen, aber es ist ja auch durchaus im Verkauf einfacher, ja, also wenn jemand sagt, ich brauche ein Buch für meinen, also im Grunde braucht man nur das Alter und das Geschlecht, ja, und dann geht man zum Buchhändler und der sagt, aha, Junge und das Alter, gut, haben wir irgendwie hier in dem Regal die 5 Bücher, zack, wunderbar, da muss man nicht lange nachdenken und auch der Käufer muss nicht lange nachdenken, das Ding geht über den Tresen und der Umsatz ist gemacht. Also das ist ja nicht nur für sozusagen die Pädagogik oder die Didaktik sinnvoll, sondern auch für den Verkauf. Für die Eltern vielleicht auch. Weil für die Eltern auch. Ja. Die müssen dann auch nicht nachdenken, super. Wir hatten uns kurz verständigt vorher und ich fand das sehr, sehr schön, weil Björn hat gesagt, der Text, den man geschrieben hat zu diesem Podium, was wir heute haben, der ist ja auch wieder interessant, da kann man ja auch schon wieder diskutieren. Und ich habe das mir angeguckt und habe gedacht, ja stimmt, das ist ja wieder wirklich interessant. Allein schon der erste Satz, sind Comics einfach nur bequeme Lektüre für Lesefaule oder können sie vielleicht zum Lesen motivieren? Ich habe ja das Gefühl, ich sitze hier, wir haben die 70er Jahre, ich sitze hier und plötzlich kommt dieses komische neue Medium der Comics und auf der einen Seite gibt es die Lesefaulen und die lesen Comics. Sind wir viel weiter in der Forschung auch? Sind wir viel weiter mit dem Comic, was die Anerkennung der Comics angeht? Ja, also jetzt nehme ich dir das, aber ja. Ich würde ja sagen, also ich gebe mehrere Dissertationen zum Comic, die nicht nur unter dem Label Leseförderung, Lesemotivation, sondern sich sehr ernsthaft mit der Geschichte des Comics, mit grafischem Erzählen auseinandersetzen. Wir haben viele Tagungen mittlerweile zum grafischen Erzählen, bildlichen Erzählen, auch gekoppelt an das Bilderbuch, weil das Bilderbuch sich ja auch so stark weiterentwickelt. Also ich würde sagen, wir sind schon weit und mich hat dieser erste Satz auch aufgeregt, weil ich hatte keine Comic-Sozialisation, sondern eine sehr klassische Lesesozialisation mit Klassikern. Insofern bin ich etwas anderen Weg und ich merke genau das, was Björn auch schon gesagt hat, mir fällt das Comic-Lesen schwer. Es ist nämlich nicht für Lesefaule, weil das bin ich nicht, glaube ich zumindest, sondern mir fällt das schwer, mit Bild und Text das immer einzuordnen, das richtig zu verstehen. Und ich glaube auch, das muss man lernen. Insofern würde ich sagen, Comics sind anspruchsvoll, nicht alle, also ich kann ja nicht immer, aber, und sie verlangen ein anderes Lesen, was auch Kinder lernen müssen und was man tatsächlich früh lernen muss. Weil wenn man das nicht gelernt hat, fällt es mir zumindest sehr schwer. Also ich gebe mir Mühe, so ist das ja nicht, aber es fällt schon schwer. Liegt das tatsächlich an der Art, wie Comics erzählen oder liegt es nicht vielleicht auch ein Stück weit daran, ich behaupte ja immer, der Comic schlägt dir eine bestimmte visuelle Ästhetik vor und du sagst, diese Ästhetik, die sagt mir zu oder die sagt mir nicht zu und das entscheidest du eigentlich in einem Bruchteil einer Sekunde und danach weißt du, ob du dieses Buch lesen willst oder nicht. Vielleicht für den Leser, der privat liest, aber ich lese ja eben wenig privat. Ich brauche das ja vieles für die, also ich brauche das viel für die Seminare und gucke eben das, dass ich das, und da merke ich einfach, es ist viel die Übung. Ich gebe das dazu. Also Comics haben natürlich, also bevor wir jetzt einen Eindruck vermitteln, Comics sind ein komplexes semiotisches System und man muss den Kindern das irgendwie ganz gezielt beibringen, sonst kommen die nie zu Comics. Also da spricht widerspricht ja der Alltagserfahrung. Comics haben einen ganz großen Vorteil, sind sehr niederschwellig. Also Kinder haben keine Angst vor Bildern, die schauen sich Bilder an und wenn sie dann merken, da ist Text und sie fangen an zu lesen, dann lesen sie das zusammen und das kommt dann relativ leicht zusammen. Aber wenn es tatsächlich, vermutlich ist es so, wenn es nicht früh im Kopf zusammenkommt, dann wird es später schwieriger. Und das ist, also von wegen, also jetzt Zugänge, man kann Zugänge zur Narration schaffen, man kann Zugänge zum Geschichtenverstehen erschaffen, man kann auch Zugänge zum Lesen schaffen, über Comics, über Bilder, aber es ist eben wichtig, dass man den Eigenwert von Comics im Blick hat. Und das ist was ich sehr positiv
vermerke, dass eben in den aktuellen Veröffentlichungen der Comicdidaktik oder der Literaturdidaktik, wenn sie sich mit Comics beschäftigt, da sehr viel Wert drauf gelegt wird. Also es ist nicht mehr steht nicht mehr in den Editorials drin, so kriegen sie alle Kinder zum Lesen, ne, oder so kann auch der Schwächste mitreden, sondern es geht tatsächlich darum, beispielsweise am kleinen Strubbel Prinzipien der Serialität zu entdecken, wie Geschichtenstrukturen aufgebaut sind. Und das kann man natürlich dann auch tatsächlich im ersten, zweiten Schuljahr machen, weil es weil kein Text zu lesen ist in diesem Fall. Und man kann Kinder dazu bringen, nicht nur einfach über Inhalte von Geschichten zu reden, sondern über Strukturen von Geschichten. Und da liegt ein ganz großes Potenzial. Und insofern denke ich, diejenigen, die sich in der so im wissenschaftlichen, im fachdidaktischen Bereich mit Comics beschäftigen, sind jetzt so was darüber hinaus, ne? Was jetzt noch nicht wenig damit zu tun hat, was irgendwie in Schulen ankommt oder was auch in der Lehrerausbildung, was in Seminaren dann vermittelt wird. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, also wenn man in der Schule ist, sich für Comics interessiert, es gibt eine Reihe von guten fachdidaktischen Veröffentlichungen inzwischen, auf die man so als Ideenkiste zurückgreifen kann, und dann kann man das machen. Und insofern diese Möglichkeit besteht. Ja, und was auch ganz wichtig ist, ich kenne es jetzt nur für Baden-Württemberg, schon seit 2004 sind in Baden-Württemberg Comics im Bildungsplan verankert. Also in den Rahmenbedingungen des Kultusministeriums steht drin, also vielfältiges Lesematerial anbieten, und dann stehen Comics ganz selbstverständlich neben Gedichtbänden, Sachbüchern, Erzählungen, Bilderbüchern. Das gehört einfach dazu. Gemacht wird wenig, aber wenn man es machen will, hat man die Möglichkeit, und insofern sehe ich das erstmal auf einem guten, sehr langen Weg. Sehr langen Weg. Ich kann ja mal vielleicht sagen, warum ich als Autor das interessant finde, einfach weil ich, weil ich ja auch durchaus im klassischen Kinderbuchbereich tätig bin, und warum ich als Autor für das Grundschulalter, das Erstlesealter, persönlich das am besten, also den Comic als ideale Ausdrucksform finde, weil die Geschichte, die ich erzählen möchte, ändert sich ja dadurch nicht. Natürlich nimmt sie andere Formen an, aber sozusagen die Grundaussage einer Geschichte ändert sich nicht, ob ich die jetzt sozusagen in Worte schreibe oder in Wort-Bild-Kombination schreibe. Aber die Möglichkeiten, die ein Kind hat, wenn es anfängt zu lesen, sind ja sehr beschränkt. Ja? Also man hat nur, ne, nach ein paar Sätzen wird man vielleicht schon ein bisschen müde oder man kennt noch nicht alle Worte und so weiter und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass in den Leselernreihen, die viele Verlage, klassische Kinderbuchverlage anbieten, gibt es ganz klare Auflagen, wie viel Sätze pro Seite, wie viel Wörter pro Satz geschrieben werden dürfen und so weiter. Und das ist für einen Autor natürlich, da kann man auch mit verbundenen Augen, mit Stöpseln in die Nase und Händen auf den Rücken schreiben. Man kann im Grunde keine spannende Geschichte wirklich erzählen, weil man hat im Grunde die ganze Zeit den Katalog neben einem liegen, was man erzählen darf und in welcher Form oder beziehungsweise. Und wenn man die Worte dann mal zusammenzählt, mit denen man eine Geschichte erzählen kann, dann kommt man nicht weit über, er nahm das Glas und ging zur Tür und ging wieder rein, hinaus. Ja, das ist natürlich unfassbar langweilig für die Kinder. Hinzu kommt, dass das Kinderbuch immer noch nicht entdeckt hat, dass die Bildebene, also die Illustrationsebene, diese Bücher sind ja reich illustriert, als zusätzliche Erzählebene genutzt werden kann, was im Comic ja völlig selbstverständlich ist. Und dadurch ist es natürlich so für mich, dass ich bei einer kleinen Textmenge, sprich die in den Sprechblasen ist, so wie es bei KIST ist, kann ich sozusagen alle anderen Informationen, die ich erzählen möchte, in die Bildebene legen. Das heißt, also ich kann eine viel komplexere, größere Geschichte erzählen, bei gleichem sozusagen Kraftaufwand für das Kind, dieses Buch zu lesen. Und ich habe schon ganz viel, und das freut mich jedes Mal total, Rückmeldungen bekommen von Müttern, die sagen,
in der Regel mein Sohn, hat das erste Buch, das mein Sohn komplett durchgelesen hat. Ja? Und das ist natürlich diese positive Erfahrung, die die Mütter machen, machen die Kinder natürlich zuerst. Also und das ist natürlich schön. Ja? Ja. Also, ich finde das schön, dieses Beispiel aus der Praxis, weil ich wandle das hier mal ganz schnell um, weil wir vermischen die Ebenen die ganze Zeit, Lesemotivation durch Comics, Fragezeichen. Wir reden auch ein Stück weit über Lesemotivation von Comics, weil wir hier halt auch Kinder-Comic-Spezialisten sitzen haben. Und ich finde diesen Erfahrungsbericht aus der Praxis einfach auch ganz spannend. Wir haben ja gerade in Erlangen, gibt es eine Kinder-Comic-Ausstellung, die aber ein bisschen ganzheitlicher dargestellt ist. Es geht darum, den Kindern auch ein kleines Kinder-Comic-Reich zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen, Wo verschiedene Veranstaltungen für Kinder stattfinden. Michael, das ist alles dein, du hast das konzeptuell mit Patrick erarbeitet oder er alleine. Wie ist das angenommen worden jetzt eigentlich die letzten 4 Tage? Wie viele Kinder waren da? Hast du das Gefühl gehabt, du hast Lesemotivation schaffen können in einer Hinsicht? Oder erzähl doch mal ein bisschen, was eigentlich da jetzt los war. Ja, genau, wir haben jetzt 4 Tage, es läuft auch gerade noch, ich weiß nicht, zu einer Veranstaltung kann man jetzt noch rennen, wir haben eben 4 Tage lang ein kleines Festival für Kinder gemacht, mit Lesungen, mit Workshops, schönerweise konnten wir es kombinieren mit einer interaktiven Kinderausstellung, und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren durchweg sehr positive. Das heißt, wir haben 4 Tage, die meisten Lesungen waren proppenvoll, manche waren einfach nur normal voll, nämlich die morgens waren. Aber es war immer was los, es sind halt Familien den ganzen Tag da geblieben, hatte ich den Eindruck, und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Kinder nun schlussendlich die ganze Zeit über dort waren. Aber es war voll, und ich hatte eben den Eindruck, dass eins der Angebote dort ist eben auch einfach die große Lesewiese. Ja, wo halt einfach Bücher ausliegen, Comics ausliegen, wo auch immer, wo reger Gebrauch von gemacht wurde. Und für mich ist es halt immer eine große Freude zu sehen, wie Kinder eben vielleicht aus einer Lesung kommen und dann eben tatsächlich sich ein Buch schnappen, hinsetzen und lesen oder durchblättern. Oder Kleiner Strubbel geht ja auch schon für die Kleineren. Und ich hoffe einfach mal, dass die Freude am Comic halt darüber transportiert wurde. Wir haben auch einen Büchertisch dort. Das, was da schön war, fand ich, dass halt einfach Kinder da gewesen sind, die eben sich in dem Fall was wieder Kiste, am ersten Tag Kiste gekauft haben und am Nachmittag nochmal wiederkamen und man 2 gekauft haben und ein oder 2 Tage später mit den Eltern wieder da waren, um den 3. auch noch zu kaufen, was für mich einfach so ein Zeichen ist, okay, scheint Spaß zu machen, scheint zu funktionieren. Welche langfristigen Wirkungen das hat, weiß ich nicht, aber es war ein schönes Angebot, das ja auch tatsächlich sich sehr stark in der Werbung und in unserem Konzept auch an die Erlanger Familien gerichtet hat, hier halt einfach an Comics mal ranzuführen, dadurch, dass man sie vorgelesen kriegt, sich selbst welche erarbeiten kann, und das scheint mir ganz gut angenommen geworden zu sein. Also was ich also toll fand auch, dass auch die Workshops, die wir angeboten haben für Kinder zum Comic selbst machen oder was auch immer, die waren immer voll ausgebucht. Ne? Und die sollen ganz toll gewesen sein, hat mir meine Tochter gesagt. Kiste 3 ist der Beste, hat sie mir auch gesagt. Der Band, Kiste 3. Band 3 ist der Beste. Ich glaube, da taucht auch ein kleines Mädchen auf. Aber so das wirkte auf mich recht erfolgreich. Fände ich schön, wenn das hier einfach weiter integriert wird. Wahrnehmung. Ja, aber dass das weiter integriert wird hier auf dem Salon. Welche Hürden haben wir noch zu nehmen insgesamt, was Comics für Erstleser angeht, was Lesemotivation angeht? Das ist, also ich vielleicht beantworte ich es mal, also aus der Sicht, wie Erstlesen in den Schulen gemacht wird, und da sind die Hürden noch relativ groß, weil es eine ganze Reihe, eben sind schon die Vorgaben angesprochen worden für die Verlagsreihen. Es
ja, so festgelegte Formate gibt und auch festgelegte Vorstellungen, was so Erstleselektüre ausmacht. Es gibt Erstlesereien, die sind dann an Fibeln gekoppelt. In den ersten beiden Schuljahren werden die Silben unterschiedlich farbig markiert. Es gibt festgelegte Satzreihen. Es gibt ein Fetisch und das ist das kleine A. Das kleine A soll für Erstleser so ein offenes A sein, also ein Kreis mit einem Strich. Dieses normale Druckschrift A, das verwirrt Kinder. Also tatsächlich gibt es einige Kinder, die damit Schwierigkeiten haben, aber die haben auch noch mit anderen Sachen Schwierigkeiten. Also manche Sachen sind auch so didaktische Folklore und das wird dann relativ hochgehängt. Und natürlich entsprechen diese wunderbaren Kindercomics, die jetzt gemacht werden, diesen Kriterien im Großen und Ganzen kein bisschen. Ne? Und können ihnen auch, was nicht schlimm ist, sie können ihnen auch nicht entsprechen. Aber jetzt für das, wenn die Entscheidung ist, die erste Ganzschrift, also das erste ganze Buch, was Sie in der Klasse lesen, auch als soziales Ereignis, was nehme ich da, dann stehen die Chancen relativ hoch. Erstens, dass man was nimmt, was sowieso in der Klasse da ist. Da stehen die Chancen dann hoch, dass es aus einer etablierten Erstlesereihe ist und eben kein Comic. Und der Weg für so einen Comic ist lang. Ich habe hier die kleine Katze Chi mitgebracht. Die scheitert in der Schule schon am Titel. Und zwar achtet man drauf, Fibeln heißen ja auch entsprechend, dass so beim frühen Lesen es so eine feste Lautbuchstabenbeziehung gibt und die ist beim CH am Wortanfang Hi, Ki, Chi nicht gegeben. Ja. Also schon deswegen, abgesehen davon, dass hier nicht nur die Sprechblasen sehr klein sind, es sind Worttrennungen in Sprechblasen, das geht überhaupt nicht für Erstleser. Also das läuft ganz gut, ist ja Band 10 erschienen. Aber so, um es jetzt tatsächlich, dass es in der Schule eingesetzt wird, wäre völlig ausgeschlossen. Und das sind auch andere Wege noch weit. Was es bräuchte, wäre tatsächlich ein Klassiker wie Martin Baltscheids, der Löwe, der nicht schreiben konnte. Das ist in Schulen ganz fest etabliert. Also wenn es sowas mal als Comic gäbe, dann wäre ein großer Schritt getan. Also ich möchte das mal kurz ergänzen und vielleicht auch etwas anders formulieren. Also klar, für die Schule ist es sicherlich schwierig, aber ich sehe eben eine erste Hürde tatsächlich in der Lehramtsausbildung, weil der Comic zwar in die Seminare Eingang, also in den Seminaren vorhanden ist, aber eben rudimentär und eigentlich bräuchte man wirklich mehr Seminare zum Comic und da packe ich mir jetzt auch meine eigene Nase, weil ich auch diese Seminare sicherlich anbieten könnte, wenn ich mich mehr informieren würde, damit um den Lehrern etwa die Angst zu nehmen vor den Comics. Also viele haben, also ich komme aus einem sehr ländlichen Uni-Bereich, da sind schon die Berührungsängste sicherlich da, sie sind auch nicht Comics sozialisiert, da sehe ich auch eine Schwierigkeit. Und dann sagtest du, Ganzschrift auswählen, man muss ja nicht immer eine Ganzschrift auswählen, man kann auch den Kindern ein Angebot machen, indem man bestimmte Comics vorliest, indem man das so macht, wie ich das bei der Lesung heute auch erleben durfte, mit Bildern an die Wand werfen, Sprechblasen vorlesen. Also es gibt schon Möglichkeiten, Kinder auch heranzuführen, außerhalb der Ganzschrift. Aber ich sehe eben eine große Hürde tatsächlich in der Ausbildung. Und ich sehe das eben bei uns in Siegen, wir haben kein Comic-Seminar, weil einfach die Zeit nicht da ist. Mach mal eins. Ja, ich weiß, aber ich würde, glaube ich, mich wahrscheinlich auch im Moment noch nicht herantrauen, weil es auch viel Arbeit ist, ich auch nicht, also es ist schwierig, sehe ich schon. Es müsste natürlich auch eine größere Verzahnung stattfinden. Ja. Ich fand das gerade sehr, sehr interessant, das Beispiel, was du gebracht hast mit der kleinen Katze Chi. Das ist ja im Hause Carlsen erschienen, bei meinen Kollegen der Manga-Abteilung. Und ich glaube, dass keiner das weiß, was du gerade gesagt hast, dass diese Forschungsansätze, das falsche A ist auch hier drin. Ne? Aber ist ein Manga sowieso nicht zu schwer für den Erstlesebereich und auch ist der Lehrer? Ist ein Manga zu schwer für den Erstlesebereich? Das ist eine neue Podiumsrunde, die findet in 2 Jahren statt. Westliche Leserichtung. Ja, also das ist ja, man muss vielleicht auch noch unterscheiden, setzt sich das bei Kindern durch und setzt sich das in der Schule durch und wie wird es in der Schule eingesetzt? Also als Klassenlektüre ausgeschlossen. Wenn jemand aufgeschlossen ist, vielleicht, es sollte freie Lesezeiten in der Schule geben, sollte in jeder Klasse eine gut ausgestattete Klassenbibliothek geben und da kann sowas rein, da kann noch viel besser irgendwie auch Areole oder Kiste rein. Unterstützen wir sehr, ja. jetzt habe ich den Faden verloren. Kann überall rein. Ja, es kann überall. Es ging darum, ob Mangas zu schwer sind. Es, nee, es, es, es,
es gibt ja nicht das lesende Kind und es gibt Kinder, die kommen damit zurecht, sonst wäre, wie eben angemerkt, nicht schon Band 10 erschienen und insofern spricht auch nichts dagegen, das ins freie Lesen oder sowas zu integrieren. Manche Kinder sind mit, also wenn, man kann sich auch vorstellen, wenn man Wörter noch Buchstabe für Buchstabe erlesen muss oder so in kleinen Silbeneinheiten, dann ist es schwer, wenn man bei einem Wort die Zeile wechselt und dann eignet sich das für viele Kinder nicht und deswegen ist es nicht generell einsetzbar, aber also eben fürs freie Lesen und wenn man sich überhaupt von dieser Vorstellung verabschiedet, Unterricht müsste immer so frontal und gleichschrittig stattfinden, vielleicht noch mit neuen Medienangeboten, dann geht das auch. Jana hat natürlich insofern recht, der japanische Comic ist viel mehr kodiert, als es der deutsche oder der internationale Comic. Also Manga ist anders als Comic und ich habe da kürzlich auch an einer Diskussion teil oder habe mir Dinge erklären lassen, wo sofort auf verschiedene Codes eingegangen worden ist, wo die Experten sofort sehen, um was für ein Genre sich handelt und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, wie können die das sehen anhand eines Kinds oder anhand einer Handbewegung oder sowas. Also beim Manga spielt das viel, viel stärker eine Rolle, diese Codes. Deswegen, das ist schon richtig, diese Codes können die Kinder nicht haben. Ich würde aber auch nochmal, weil wir immer über lesefaule Kinder und Comics sprechen, und das habe ich mir auch viele Gedanken auf der Bahnfahrt hierhin gemacht, und ich glaube, das stimmt auch nicht, weil Comics auch noch diese visuellen Codes enthalten. Nicht nur die Mangas, also ich hatte eine Magisterarbeit zum Manga und ich habe viel gelernt und war sehr irritiert, was alles im Manga vorkommt. Also das wusste ich alles nicht, weil es auch auf die Hälfte vergessen. Aber ich glaube, das ist nämlich das, was du gesagt hast, dass die Bilder eben, auch die Kinder an die Bilder herangeführt werden müssten. Deswegen auch da im Erstlesebereich mit einfachen Comics, was nicht schlecht sein muss. Also einfach bedeutet nicht immer trivial in der Kinder- und Jugendliteraturforschung. Mit einfachen Bildern sozusagen, mit einfachen Elementen, um die Kinder heranzuführen. Insofern würde ich lesefaul und Comic auch stark dem widersprechen. Also ich fand den Punkt, den du vorhin gesagt hast, ganz interessant, dass du meintest, dass Kinder, die sozusagen aus einem leseaffinen Haushalt kommen, ja in der Regel schon mit Bilderbüchern aufwachsen und dadurch sozusagen vertraut sind mit einer Bild-Text-Kombination. Und dass Kinder, die aus dem Haushalt kommen, denen zum Beispiel keine Bilderbücher vorgelesen wurden oder sowas, die dann tatsächlich dastehen und wirklich auch mit einem Comic überfordert sein können, weil eben dieser Einstieg, der für andere dann eben ein leichter Einstieg ist, für die ihr fast noch eine zweite Hürde bedeutet, weil sie eben auf zwei Ebenen daran gehen müssen. Dieser Gedanke war mir noch nie so gekommen. Deswegen finde ich die Erstlesereien eben für manche Kinder dann doch angebracht, ja, weil sie diesen Schritt nicht machen müssen. Bild und Text sind so nicht so weit voneinander. Nein, die Bilder sind immer zur Bestätigung, genau, der Textebene. Ja. Ja. Aber es wäre ganz gut, da vielleicht mal ein alternatives Konzept das dazu. Das ist ja. Aber dann gearbeitet. Das hatte ich auch eben überlegt, als du gesagt hast, also dass die Bilder in den Erstlesebüchern nicht vom Text differieren dürfen. Das ist ja auch bewusst und entsprechend werden sie auch eingesetzt in Schulen, also zum Verständnis sichern und die Geschichte mit den Bildern nochmal nacherzählen, die Bilder in die richtige Reihenfolge bringen in der nächsten Stunde. Und für viele Kinder ist es tatsächlich sinnvoll. Ja, aber das ist ja, also mein Argument oder mein Gegenargument dafür ist ja immer, also die lernen ja lesen in der Schule. Ja? So, und jetzt kommen sie nach Hause und kriegen ein Buch geschenkt. Ja? Und was ist das? Wieder Schule. Das Prinzip, das sehen die ja sofort. Ja, das irgendwie, das sind ja in der Regel auch noch irgendwie Fragen zum Text. Ja? Also ich meine, super, komm nach Hause, wieder Schule. Also manche sind natürlich begeistert, die wollen unbedingt lesen lernen, aber die geht's, die kann ich, nehme ich gerne mit. Ja? Aber also ich persönlich würde ja gerne Leute begeistern, die Lesen als etwas begreifen, das nicht Teil des Schulsystems ist, ja? Sondern etwas, was Wunderbares und vielleicht auch eine Form von Eskapismus, den man später dann als Erwachsener betreiben kann, aber einfach etwas Neues darstellt, etwas Alternatives und nicht irgendwie sozusagen den Nachmittagsunterricht zu Hause. Das finde ich aber jetzt sehr, sehr schön. Nicht für die Schule lesen wir, sondern für das Leben. ich merke gerade, ich würde mit euch gerne weiter diskutieren. Ich hoffe, es hat Ihnen, war für Sie ähnlich interessant wie für uns das ganze Gespräch. Es bleiben uns vielleicht, sollen wir noch ein, zwei Fragen zulassen, falls es noch ein, zwei Fragen gibt?
haben wir das so ausufernd diskutiert und erklärt. Das freut mich aber sehr. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Geduld. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Teilnehmern hier. Und ich glaube, alles, was wir feststellen können, ist gerade ein Status quo, in dem wir uns befinden. Es ist noch ein kleiner Weg, es ist noch ein langer Weg vielleicht auch. Wir arbeiten an verschiedenen Fronten, an verschiedenen Stellen, und um da weiterzukommen. Und ich denke einfach, würde man das in 2 oder 4 Jahren nochmal diskutieren würden, hätte man wahrscheinlich noch mehr Ansätze und noch neuere Ansätze. Erstmal stehen wir da, wo wir stehen, und ich glaube, das ist kein schlechter Standpunkt. Dankeschön nochmal und Ihnen allen viel, viel Spaß auf dem Comic-Salon noch. Die letzten Stunden, die verbleiben, kaufen Sie noch ganz, ganz viel, lesen Sie ganz, ganz viel. Es lohnt sich sehr, sehr viel zu lesen. Es sind ganz tolle Comics gerade auf dem Markt. Das sage ich nicht in meiner Funktion als Carlsen-Programmleiter, sondern das sage ich ganz allgemein als Comic-Liebhaber. Vielen herzlichen Dank und danke. Das war's.